Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Europa-Talk hier aus Straßburg. Heute mit interessanten, aber auch sehr charmanten Gästen. Mary Kahn, 24 Jahre jung, aus Frankfurt am Main, Studentin der Politik- und Islamwissenschaften. Und Marie-Therese Kaiser, 21, aus Hamburg, Studentin der Fachrichtung Luxus-Markenmanagement. Sowie, das sei nicht unerwähnt, ein bereits vielgebuchtes Model der Modebranche. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Aber heute geht es natürlich nicht um Mode, sondern um Politik. Deshalb begrüße ich auch sehr herzlich unseren Gastgeber, Professor Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD, aber hier im Europaparlament Mitglied der EFDD-Fraktion. Mit Mode und Modeln käme man bei mir auch nicht weit. Sagen Sie das nicht, Herr Meuthen. Aber gleich mal die Frage an Sie. Politik und junge Leute, wie gut passt das zusammen? Politik gestaltet Zukunft. Junge Menschen sind der große Teil der Zukunft. Je älter man wird, desto weniger Zukunft hat man. Darum wird Politik im Wesentlichen für junge Menschen gemacht. Ich sage das ja auch immer, Kinder, Enkel, dafür wird Politik gemacht. Wir gestalten nicht das Heute, wir gestalten das Morgen. Das Morgen gehört der Jugend. Sie haben ja selber Kinder, wird in der Familie Meuthen viel über Politik diskutiert? Sehr viel, sehr viel. Mit den ganz Kleinen, also mit dem Achtjährigen reden sie nicht viel über Politik. Die Elfjährige ist aber schon ganz gut dabei. Und dann habe ich drei erwachsene Kinder, die sind sowieso so politisch auch, dass bei uns viel Politik Thema ist. Ja. Was können denn gestandene Politiker von jungen Leuten lernen? Von jungen Leuten lernen? Also ich denke gerade, dass junge Menschen oft auch nicht allzu sehr drüber nachdenken, wenn sie gewisse Themen anpacken. Sie versuchen das auch oftmals auf ihre Generation auch zu beziehen. Also so habe ich auch oft das Gefühl, man geht vielleicht auch ein bisschen lockerer dran. Man denkt auch vielleicht auch gar nicht so viel nach, was das jetzt vielleicht für Folgen haben könnte. Und versucht das aber auch noch mit einer gewissen Leidenschaft zu verbinden. Also ich möchte natürlich nicht älteren Politikern die Leidenschaft absprechen, aber ich denke gerade junge politische Menschen, das erlebe ich auch bei uns, man hat wirklich sehr viel Spaß dabei, man ist mit Gleichgesinnten dran und vielleicht diesen Spaß, diese Leidenschaft, das können Sie vielleicht von denen nochmal mitnehmen. Ja, in dem Zusammenhang Leichtigkeit wäre auch ein Begriff gewesen, genau, den ich genannt hätte. Und ansonsten denke ich, dass junge Leute lernen, sich immer wieder neu zu motivieren, egal welche Niederschläge kommen. Und ich glaube, dass gerade Politiker davon auch viel lernen können und sich abschauen können, denn in der Politik ist es sicherlich auch oftmals frustrierend und da dann neue Motivation zu schöpfen, ist sicherlich auch ermüdend. Also das ist ein gutes Thema, da fragen wir mal den Politikprofi in puncto Frust und Politik. Ich glaube, Politiker sind diejenigen, die unglaubliche Höhen und Tiefen erfahren. Da sind Wahlsiege, da sind Wahlniederlagen, da sind parteiinterne Geschichten, da kommt der Druck von außen. Wie wird man eigentlich damit fertig erwarten? Also ich glaube zunächst mal, dass mir da parteiübergreifend alle recht geben, die Politik machen, dass man eine hohe Frustrationstoleranz braucht. Man wird damit fertig, indem man sich die Sinnfrage positiv beantwortet. Ich glaube, wenn man das nicht erkennt, wenn man nicht weiß, warum man das macht, hält man das nicht aus. Weil es gibt wirklich viele, viele Rückschläge. Es gibt ganz, ganz viele Frustrationen in diesem Bereich. Aber ich will das auch nicht in düsteren Farben zeichnen. Es gibt ja auch viel Gutes. Also ganz viel, dass Menschen kommen und sich bedanken, gerade auf meinen Veranstaltungen. Die sagen, die kommen zu mir und sagen, ich will Ihnen nur mal die Hand schütteln. Danke, dass Sie das machen. Danke, dass Sie sich einsetzen. Das gibt es eben auch. Und das Tolle ist, ein Politiker gestaltet die Zukunft. Und das haben unsere beiden Damen ja heute auch vor. Sie wollen ja die Zukunft mitgestalten. Sie engagieren sich ja politisch. Wie kam Sie eigentlich dazu? Was war die, ich sag mal, Initialzündung, sich zu engagieren? Also bei mir persönlich kam es eigentlich immer schon von der Familie aus, dass ich auch politisch interessiert war. Meine Mama war lange Zeit in der CDU aktiv, mein Papa war in jungen Jahren auch politisch aktiv. Also die Gesprächsgrundlage war immer da. Und der Auslöser dann tatsächlich, mich auch in der AfD zu engagieren, war 2015, als die Flüchtlingskrise war und ich es hautnah in Hamburg am Hauptbahnhof mitbekommen habe, wie unkontrolliert und irgendwie auch gefährlich und befremdlich diese ganze Situation ist. Zum einen für die Leute, die herkommen und sich Vorstellungen gemacht haben, wie es denn aussehen wird und nun einfach am Bahnhof rumstanden, nicht wussten, wo sie hin sollten. Und zum anderen natürlich auch für mich als junge Studentin. Ich hatte meinen ersten Studientag in Hamburg. Ich kam da an. Es waren unfassbar viele Menschen am Bahnsteig.
es war eine sehr beängstigende Situation. Und wie sich das dann weiterentwickelt hat und wie Sie sich weiter engagiert haben, darüber reden wir später noch. Wie war das denn bei Ihnen, Mary? Bei mir gibt es natürlich auch ein paar Parallelen. Ich komme auch aus einer sehr politisch affinen Familie. Also das habe ich auch von meinem Vater mitbekommen. Also er selbst ja auch ein Ex-Muslim und hat auch sich sehr kritisch mit dem Islam auseinandergesetzt. Und da habe ich schon mit jungen Jahren auch erlebt, was es bedeutet, wenn man selbst in Deutschland Gebrauch von seinem Grundrecht der Meinungsfreiheit macht und was es für Folgen hat. Und das war natürlich auch so der Eckstein für mich selbst, sich einerseits auch mit der islamischen Kultur auseinanderzusetzen, weil ich das auch immer so vor Augen hatte, was wäre, wenn man als Frau in einem islamischen Land aufgewachsen wäre. Und habe dann halt auch mit 19 Jahren einen Frauenverein gegründet, der sich aber natürlich wirklich um den Urfeminismus beschäftigt. Das muss man ja immerhin nochmal sagen. Also wirklich um grundlegende Frauenrechte auf keinen Fall zu vergleichen mit den aktuellen Genderfeministinnen. Und das war so der Punkt auch für mich zu sagen, ich gehe in die AfD. Es war nämlich die einzige Partei, die dann auch 2015 die Migrationskrise wirklich als kritisch betrachtet hat, wo man sich insbesondere als junge Frau auch ein bisschen, ja, alleingelassen gefühlt hat, weil man schon gesehen hat, was für Menschen, also was für Potenzial, also Männer herkommen, die in ganz anderen Ländern sozialisiert wurden, die ein ganz anderes Frauenbild mit sich bringen und auch ein ganz anderes Menschenbild mit sich bringen und was für eine große Gefahr das auch gerade für unsere Kultur ist. Und das war so der Punkt für mich, als junge Frau aktiv zu werden. Wir werden da später noch intensiv drüber reden. Mhm. Das Thema heute haben wir mal unter die Überschrift gestellt, Generation Europa und du, Fragezeichen. Mhm. Man könnte natürlich genauso gut sagen, Generation Europa und du, Aufrufezeichen. Denn es geht ja um Ihre Zukunft. Aber erstmal, wie sehen Sie heute, und da wird der Herr Meuthen mit Sicherheit sehr interessiert zuhören, wie sehen Sie heute den Ist-Zustand der Europäischen Union? Wie würden Sie den bewerten? Von mir aus auch mit Zensuren von 1 bis 6 bis ungenügend, mangelhaft oder wie auch immer. Also ich würde dem aktuellen Zustand eine 6 geben, weil ich einfach glaube, dass die ursprüngliche Idee der Europäischen Union komplett gescheitert ist. Wir verlieren die Subsidiarität komplett, also die Eigenverantwortlichkeit der Staaten ist kaum noch gegeben. Es wird eigentlich nur noch von oben diktiert und jedes Problem, was auftritt, wird eigentlich nur hinausgezögert. Also es wird keine Lösung für die wirklichen Ursachen gefunden, sondern es wird immer nur aufgeschoben und eine kurzfristige Lösung angeboten. Und deswegen sehe ich die Europäische Union aktuell als gescheitert. Mary? Ich würde mich dem auch anschließen. Also ich würde der Europäischen Union auch eine 6 geben. Ich glaube, Herr Meuthen kann das auch bestätigen. Also man fühlt sich wahrscheinlich wie in einem riesen Kolosseum, also eine Horde von Dolmetschern, Bürokraten und wo man wahrscheinlich schon sieht und dass unser Geld, unser Steuergeld hier wirklich aus dem Fenster geprasselt wird. Und ich glaube, da kann ich auch verstehen, dass man dann absolut frustriert ist diesbezüglich und Subsidiarität natürlich, das ist auch ein Thema. Ja, Herr Meuthen, einige dicke Brocken, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Locker deutlich älter als Sie beide zusammen. Und da kommt eine gewisse Altersmilde ins Spiel. Also ich würde ich finde die Note mangelhaft, also 5, sehr angemessen. Ungenügend ist eigentlich völlig, völlig vernichtend. Also wenn man glatt 6 steht, ist nichts mehr zu retten. Ja. Also akut versetzungsgefährdet, könnte man sagen, wenn wir mit Schulnoten operieren wollen. Wenn Sie zum Beispiel die Übersetzerdienste ansprechen, das ist grandios, was die hier machen. Ich bewundere die, in welcher Geschwindigkeit hier simultane Übersetzungen laufen. Das, für mich ist das eine hohe Kunst, weil die Übersetzungen relativ präzise sind. Also ich kann nur Englisch-Französisch nebenher und höre dann mal hier mal da rein. Das ist schon richtig, richtig stark. Also hier wird schon sehr gut gearbeitet. Und dieses Lob für die Leute, das darf man auch mal aussprechen. Worin ich Ihnen aber recht geben würde, ist, und das kann man ja nicht übersehen, dass wir in einer völligen Schieflage sind bezüglich des Aufgabenbestandes der EU. Sie tut nämlich lauter Dinge, die sie besser ließe. Und sie lässt einiges sein, was durchaus ihre Aufgabe wäre. Das heißt, sie ist völlig an dem vorbei, was die politische Funktion wäre. Nennen Sie mal ein paar Beispiele, Herr Meuthen. Also ich könnte Ihnen jetzt eine endlose Litanei an Regulierungstatbeständen geben, die hier in den unendlichen Abstimmungskaskaden
entschieden werden, wo ich sage, das gehört einfach nicht nach Brüssel respektive Straßburg, weil das dezentral in den jeweiligen Nationen geregelt werden kann. Es muss auch nicht alles vereinheitlicht werden. Auf der anderen Seite versagt die EU in Bereichen, wo sie dringend zu einer gemeinsamen Haltung kommen müsste. Wenn wir einen Schengen-Raum nach innen haben, in dem wir also eine Bewegungsfreiheit innerhalb der Staaten der Union haben wollen, dann brauchen wir einen wirksamen Außengrenzenschutz dieses Gebildes Schengen-Raum. Und dann muss man international kooperieren. Das funktioniert nicht. Wir sehen ja, dass hier alle möglichen Menschen reinkommen auf abenteuerlichem Wege. Man bemüht sich inzwischen, das will ich durchaus konzidieren, da Abhilfe zu schaffen. Aber das ist eine Geschichte, die müsste längst erledigt sein. Und es ist überhaupt nicht in Sichtweite, dass wir hier zu einem wirkungsvollen Außengrenzenschutz kommen. Das wäre aber eine europäische Aufgabe, aber wenn man im Inneren die Wanderungsfreiheit haben will. Aber bemühen sich tatsächlich alle und gehen Hand in Hand diesen Weg? Oder sind es nur ein paar wenige, die sich bemühen? Weil das wäre jetzt so der Eindruck, den ich gewonnen habe. Also Hand in Hand gehen hier viele. Und wir sind diejenigen, die nicht mitgehen. Wir gehen nicht an deren Hand. Als ich hier ankam, da wurde mir von einigen Abgeordneten sozusagen zugerufen, willkommen im Club. Das ruft mir mittlerweile keiner mehr zu. Und darüber bin ich auch ganz froh, denn sonst hätte ich irgendetwas falsch gemacht. Ich sage jetzt mal, die anderen Fraktionen außerhalb der Fraktion EFDD, in der ich bin, ENF und auch EKR, das sind die, wenn Sie so wollen, Rechtsfraktionen, so wird das hier genannt. Ich sage auch Rechtsaußenfraktionen, was ich schon unsinnig finde. Die verweigern sich dem. Alle anderen arbeiten zusammen. Also es gibt tatsächlich kaum Unterschiede zwischen den Sozialdemokraten, den Linken, der CDU, CSU. Die machen alle das Gleiche. Die arbeiten tatsächlich Hand in Hand. Aber sie arbeiten in eine Richtung, die ich Ihnen für Ihre Zukunft nicht nahelegen würde. Nämlich eine immer weitere Zentralisierung, lauter Vorstufen zu den Vereinigten Staaten von Europa. Das ist, vermute ich, nicht das, was Sie wollen, sondern Sie wollen ein Europa der Vaterländer in Freiheitlichkeit, in Friedlichkeit und in wirklicher aufrechter Demokratie. Und da sind die hier mehrheitlich anders unterwegs, da gebe ich Ihnen schon recht. Dieses Parlament hier in Straßburg ist ja im Grunde genommen Ihr Parlament. Hier werden ja die Beschlüsse gefasst, die Ihr Leben, Ihre Zukunft bestimmen werden. Welchen Anspruch haben Sie eigentlich an die Politiker hier in diesem Parlament? Ich habe an die Politiker folgenden Anspruch, also eigentlich einen Realitätsanspruch, dass man einfach begreift, also die aktuelle Situation einfach besser umfasst. Aber ich will den Menschen oder den Politikern, gerade der anderen Fraktionen, nichts Unmenschliches vorwerfen. Aber für mich ist es einfach momentan diese Politik und gerade das, was hier auch in Straßburg durchgesetzt wird, absolut unmenschlich. Wenn ich höre, dass man jetzt sagt, dass Frontex besser ausgebaut werden soll, obwohl man hätte schon 2015 eigentlich einen ordentlichen Grenzschutz haben sollen, dann kriege ich Gänsehaut. Und auch vor allem, wenn man uns als Nationalstaaten es absprechen möchte, zu sagen, dass wir die eigene Hoheit über unsere Grenzen bewahren möchte, das lässt sich für mich oft schwer begreifen, wie man so etwas uns entnehmen will. Also ein Staat, seine Sicherheit, die Hoheit über seine Grenzen. Und da ist es wirklich sehr schwer zu begreifen, was für eine realitätsferne Politik ja eigentlich betrieben wird. Dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich würde da auch noch an die Gewissenhaftigkeit appellieren. Also ich möchte von den Politikern eigentlich, dass sie die Politik für die Menschen innerhalb der EU machen. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass das nicht so geschieht. Also ich weiß nicht, für wen sie die Politik machen, aber irgendwie gefühlt für alle anderen und eben nicht für die Leute, die innerhalb der EU leben. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Die Frage ist ja auch, was tut dieses Parlament für die Jugend? Da werden Milliarden und Abermilliarden Euro erneut ausgegeben für die Bankenrettung. Aber und Abermilliarden Euro versickern in Griechenland. Weiß der Teufel, was mit dem Geld alles passiert. Dann stellt sich Herr Macron jetzt hin und ruft, er will unbedingt eine große europäische Armee. Da träumt er von. Und was macht Angela Merkel, die Kanzlerin? Sie steht an seiner Seite und kann gar nicht genug Geld dafür ausgeben. Dann versickern Subventionen und Subventionen, egal wohin, für alles und jeden. Was bleibt am Ende für die Jugend? Das ist eine gute Frage. Das genau ist das Problem. Also ich habe Ihnen beiden aufmerksam zugehört, freue mich, von jungen Frauen genau das zu hören, weil sie sind offensichtlich hellwach und sie lassen sich hier kein X für ein U vormachen. Ja. Denn das, was da im Plenum, insbesondere die Grünen, aber Grünen sind da alle mehr oder minder vertreten,
das sind Positionen, mit denen Sie in Zukunft in große, große Schwierigkeiten kommen werden. Die wollen im Grunde genommen eine Open-Borders-Politik, jeder kann rein. Die machen, Sie sagen das, Frau Kahn, völlig richtig, die machen nicht eine Politik für die Menschen der Europäischen Union. Sie machen eine Politik explizit für die Menschen außerhalb der Europäischen Union, um die hier reinzuholen. Also eine Migrantenpolitik. Sie sind aber beauftragt von uns Bürgern, uns europäischen Bürgern der verschiedenen noch 28, bald 27 Nationen, unsere Interessen hier zu vertreten. Das tun Parteien wie die Grünen nun ganz gewiss überhaupt nicht. Lassen Sie uns mal ein paar der europäischen Themen herunterbrechen auf Ihren Alltag. Das Thema Beruf. Viele junge Leute hangeln sich heute von Praktikum zu Praktikum. Das Wort unbefristete Verträge ist im Grunde genommen schon lange ein Fremdwort. Eine gewisse solide Lebensplanung, wie Herr Meuthen und ich das sicherlich noch konnten, gibt es heute für junge Leute im Grunde genommen überhaupt nicht mehr. Wie sehr belastet das Ihre Generation? Ich glaube, dass viele das noch gar nicht so realisiert haben. Also gerade bei den jungen Leuten merke ich im Gespräch häufig, dass sie irgendwo auch ja, die Lust verloren haben, sich mit den Themen mal tiefergehend zu befassen und auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das auch mit Frustration zusammenhängt. Also irgendwie jedes Thema, was man sich ein bisschen näher anschaut, da stellt man fest, dass es irgendwo hapert und eben nicht so läuft, wie man es gerne hätte oder es laufen sollte. Und deswegen merke ich, dass viele junge Leute da eher sich komplett dann ausschalten und gar nichts davon wissen wollen. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil es uns ja, wie Sie schon sagten, alle betrifft und wichtig ist. Ja, aber gerade die Arbeitswelt, Herr Meuthen, ist ja ein großes Thema. Was kann die EU da an neuen Regeln schaffen? Will sie überhaupt was schaffen? Sie schafft neue Regeln. Ich würde aber hier schon im Ansatz widersprechen wollen. Ja. Wenn die EU hier anfängt, Sie sagen, wir tun doch was für die Jugend, wir machen hier große Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Das, mit Verlaub, ist zwar eine ehrenwerte Aufgabe, aber keine Aufgabe der Europäischen Union. Weil die Ursachen der Arbeitslosigkeit, ich komme ja aus der Ökonomie, sind sehr unterschiedlich. Und Sie haben in Lissabon, weiß Gott, andere Ursachen für Arbeitslosigkeit, als Sie die in Helsinki oder Dublin oder Tallinn haben. Das heißt, wenn wir das einheitlich machen, Jugendarbeitslosigkeitsbekämpfungsprogramme seitens der EU, dann machen wir vor allen Dingen eines. Wir schaufeln Geld der Steuerzahler auf diese EU-Ebene, damit es in irgendeiner Art und Weise dann wieder subventionsbedingt zurückgegeben wird, ist nicht Aufgabe der EU. Wir haben nationale Arbeitsmärkte, wir haben genau genommen sogar regionale Arbeitsmärkte. Auch die Ursachen der Arbeitslosigkeit, sagen wir mal in Sachsen-Anhalt, sind andere, als sie das im Saarland sind. Das kann man dezentral, das kann man regional machen. Und auf die Ebene der EU soll nur transformiert werden, was eine gesamteuropäische Aufgabe ist. So wichtig die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist, es ist keine Aufgabe der EU, sondern es ist eine Aufgabe, die in den jeweiligen Nationalstaaten gelöst werden muss. Und da sind wir Marie-Therese, da sind wir genau beim Thema Migration. Denn die EU schafft es ja nicht, sprich Frontex etc., die Grenzen so weit dicht zu machen, dass nicht unheimlich viele junge Leute reinströmen, die zum Teil sogar Analphabeten sind, hier mühsam Sprachkenntnisse erwerben müssen und andererseits in den Billiglohnsektor hineinrutschen, aber auch Wohnraum wegnehmen und so weiter und so weiter. Gucken Sie sich den Unfug an. Ja. Die kommen hier rein und das ist doch logisch, wenn sie da sind, müssen sie irgendwo wohnen. Und wir haben eine begrenzte Menge an Wohnraum, den kann man auch nicht mal eben verdoppeln. Das funktioniert nicht. Und dann wird gesagt, wenn ich dann sage, also natürlich gibt es eine Nutzungskonkurrenz, nämlich der ärmeren Bevölkerungsschichten derer, die schon hier leben, eine Nutzungskonkurrenz mit den Migranten. Das ist so. Am Arbeitsmarkt gibt es das auch, so sie denn hier eine Arbeitsberechtigung haben. Und natürlich ist das ein Konkurrenzverhältnis. Das heißt, die Politik der EU verschärft die Probleme. Gerade dadurch, dass sie die Probleme, die sie lösen muss, müsste, nicht löst. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Entschuldigung. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass dieses Thema ja schon irgendwo auch angegangen wird. Also wir haben eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, in Italien, in Spanien. Und es wird ja schon versucht, da auch EU-weit irgendwie von zu profitieren, indem man eben Fachkräfte austauscht. Also dass zum Beispiel von Spanien junge Leute hier nach Deutschland kommen und hier ihre Ausbildung machen sollen. Was ich nicht verstehe, ist, warum wird nicht viel mehr dafür getan, dass diese Leute ihre Ausbildung auch zu Ende bringen. Wir hatten in Bremerförde einen Fall, wo, ich glaube, spanische Auszubildende hergekommen sind
und ihre Ausbildung relativ bald abgebrochen haben, weil sie keine Motivation hatten, keinen Anreiz. Sie haben sich nicht wohlgefühlt, sie haben ihre Familie vermisst, das Wetter hat ihnen auch nicht gepasst. Das ist natürlich auch eine Sache der eigenen Einstellung. Aber ich glaube, man hätte da sehr viel erreichen können, wenn man beispielsweise Wohngeld beigesteuert hätte, wenn man den Leuten die Möglichkeit gegeben hätte, einmal im Monat zu ihrer Familie zu fliegen. Also da kann man, glaube ich, schon auch viel erreichen, indem man da Geld investiert. Wäre es nur mal so als Denkanstoß nicht sinnvoller, wir würden eine Situation versuchen herbeizuführen, in denen junge Spanier in Spanien wieder bessere Ausbildungschancen hätten und junge Griechen in Griechenland. Gerade die völlig verfehlte Währungspolitik der Europäischen Union ist es, die genau das vereitelt. Wenn sie in Griechenland jung sind, sie haben dort eben eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, wie überhaupt Arbeitslosigkeit, eine Perspektivlosigkeit. Nun kann ich mir vorstellen, dass ein junger Grieche, weil Griechenland ein wunderschönes Land ist, auch ganz gerne zu Hause leben möchte. Und er fühlt sich hier vielleicht dann im Nieselregen Hamburgs gar nicht so wohl, wie andere Menschen, die hier geboren sind, sich sehr wohl fühlen. Und insofern müsste die Politik eigentlich ermöglichen, dass die Menschen da, wo sie sind, Perspektiven haben. Es geschieht justament das Gegenteil. Wir machen systematisch mit einer völlig verfehlten Währungspolitik es unmöglich, dass Griechenland jemals wieder zu einer eigenen Produktivität zurückfindet und auch Produktion, gesamtwirtschaftlichen Produktion, die jungen Griechen in hinreichendem Maße Jobperspektiven bietet. Das wäre die Aufgabe. Ein anderes großes Thema ist das Thema Sicherheit. Es gibt ja eine neue europäische Maßeinheit, die wurde in Deutschland erfunden. Das ist die Reker-Länge, benannt nach der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Eine Armlänge Abstand, wir kennen das ja, die Reker-Länge. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wie unsinnig und ja absurd diese Forderung überhaupt war von der Frau. Aber die Frage stellt sich natürlich schon, wie sicher fühlen Sie sich als junge Frauen noch in diesem Land, in Europa, in Deutschland? Ich komme ja aus Frankfurt am Main, eine Großstadt, wo selbst letztes Jahr so eine Umfrage ergeben hat, dass 40% der dort lebenden Frauen sich abends in ihren eigenen Wohngebieten nicht mehr sicher fühlen. Das sagt schon sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren auch in meinem Kreis es immer mehr, noch nicht Parallelgesellschaften, aber es gibt schon Gegner, wo man sich wirklich nicht mehr traut, als Frau, insbesondere im Sommer, mit einem Kleid durchzulaufen, wo ich mich unwohl fühle, wo ich das Gefühl bekomme, dass ich Blicke bekomme, die mir nicht wohlgesonnen sind. Und das ist auch mit unter anderem auch ein Einschnitt in meiner Lebensgestaltung, wenn ich abends mit Freundinnen in Frankfurt vielleicht in eine Bar gehen möchte. Und wir müssen uns ganz anders koordinieren, indem wir sagen, wir fahren nicht mit der Bahn, weil es abends einfach zu unsicher ist für uns, sondern dass wir sagen, wir fahren mit dem Auto. Und das sind so Dinge, die ich in den letzten Jahren halt sehr stark gemerkt habe. Das kann ich auch bestätigen. Also ich lebe in Hamburg und ich habe jetzt einen kleinen Waffenschein beantragt. Ich gehe eigentlich ohne Pfefferspray nicht mehr vor die Tür. Und das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung, sondern das ist Fakt. Da braucht man sich nur Hamburg-St. Georg angucken. Ich gehe da regelmäßig zum Sport, fahre mit der U-Bahn. Jedes Mal, wenn ich aus der U-Bahn komme, werde ich erstmal schon angeguckt, als wenn ich gleich gesteinigt werden müsste, weil ich natürlich Sportsachen anhabe. Also ich habe eine Sportjacke an, aber alles sehr figurbetont. Und ich habe natürlich auch meine Haare nicht verdeckt. Also das ist schon mal der erste Punkt. Ich werde da mit wirklich verachtungsvollsten Blicken gestraft. Und Punkt zwei ist, auch da sind hauptsächlich, ja, keine deutschen Handelsgeschäfte mehr. Also wir erleben das da wirklich täglich, dass es aussieht wie auf dem Bazar. Die Leute parken ihr Auto einfach mitten auf der Straße, steigen aus, um sich dann mal eben da bei dem nächsten Gemüsehändler ihr Gemüse zu holen. Da frage ich mich dann teilweise auch, wo ist da die Polizei und sagt, Mensch, so geht's aber nicht. Das macht man hier so nicht. Ja, der Ruf nach der Polizei ist das eine, aber Herr Meuthen, was läuft da grundsätzlich falsch? Ja, grundsätzlich haben wir ein völlig falsches Toleranzverständnis. Wenn wir in einer Situation sind, das haben Sie gerade gesagt, Frau Kaiser, Sie laufen mit offenem Haar rum und bekommen daraufhin missbilligende Blicke. In welche Richtung sind wir hier eigentlich unterwegs? Ich habe das Problem nicht, ich bin ein älterer Mann und das sind junge Frauen. Die kriegen solche Blicke der Missbilligung, Übergrifflichkeiten haben sie hoffentlich noch keine gehabt. Aber
es ist ein erkennbares Unbehagen daraus zu spüren. Das sind Einschränkungen der Freiheitsräume. Die Frage ist dann, wann fangen sie an, sich anders zu kleiden? Wann fangen sie an, ihre Verhaltensmuster grundlegend zu verändern, weil sie sich in dem, wie sie sich verhalten möchten, einfach nicht mehr wohl und sicher und ungefährdet fühlen? Das ist aus dieser völlig utopiebesoffenen Multikulti-Toleranz geworden. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Darf ich Ihnen an der Stelle mal ein Zitat vorlesen von Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Deutschen Bundestag? Meine spezielle Freundin. Die hat nämlich mal gesagt, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch, ich freue mich drauf. Wenn Sie so etwas hören, was denken Sie da? Wenn ich sowas höre, werde ich wirklich sauer, weil mir ist es wichtig, dass Deutschland deutsch bleibt. Mir ist meine Identität auch wichtig. Mir ist auch wichtig, dass wir unsere Kultur, unsere Werte beibehalten, weil die sich schon so ein starkes Fundament eigentlich bietet, worauf wir bauen und worauf gerade junge Menschen hier wirklich eine klasse Bildung genießen können. Und ich auch stolz drauf bin. Und wenn ich sowas höre, und ich weiß ganz genau, was sie meint. Sie meint nämlich Menschen mit einem ganz anderen Kulturgut, die hierher kommen, mit einer viel dominanteren Kultur. Das merken wir auch sehr stark, weil immer gerade in Großstädten einfach auch Parallelgesellschaften entstehen, wo wir als Deutsche ja immer mehr entweichen. Also wir entziehen uns dem ja, wir entgegnen dem ja gar nicht entgegen. Dann kriege ich wirklich einfach nur, das ist unfassbar, dass diese Frau ihr eigenes Volk im Grunde genommen abschaffen möchte, den eigenen Menschen in Deutschland die Heimat entziehen möchte. Und so jemand ist für mich einfach das Politikerstatus auch nicht würdig. Ja, kann ich voll und ganz zustimmen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, zum Thema Respekt. Speziell, Sie haben es ja schon angesprochen, dem Respekt gegenüber Frauen. Die Frauenhäuser, egal in welcher Stadt in Deutschland, sind überfüllt, weil viele Hilfesuchende müssen sogar abgewiesen werden. Der Grund: Es kommen auch immer mehr muslimische Frauen und klopfen an diesen Frauenhäusern an. Frau Kahn, Sie studieren Islamwissenschaften. Was kommt da auf uns zu? Ich habe es ja vorhin am Anfang auch schon erwähnt, dass ich ja selbst einen Frauenverein auch gegründet habe. Und solche Problemfälle hatten wir ja auch. Es sind drei wichtige Begriffe. Es ist einmal der Ehrenmord. Also wirklich, wenn man sich der Religion entziehen möchte, wenn man sagt, man möchte vielleicht einen deutschen Mann heiraten oder vielleicht auch schon ausgelöst dadurch, dass man sagt, man möchte hier studieren, man möchte sich frei entfalten, man möchte die Bildung genießen. Das können schon Faktoren sein, von seiner Familie mit Gewalt gedroht bekommen und mit unter anderem natürlich auch die Freizügigkeit, dass man sagt, man sieht in der Schule, wie deutsche Frauen oder deutsche Mädchen rumlaufen, dass sie mal ein Kleid anziehen im Sommer und das wollen die halt dann auch machen. Und das sind schon Punkte, wo im Grunde genommen Gewalt dann auch mit einfließt. Und was auf uns zukommt, es kommt ein frauenverachtendes Weltbild mit hierher, die, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ganz anders auch groß geworden sind, ganz anders sozialisiert worden sind in ihren Ländern. Dort ist es nämlich nicht der Fall, dass Frauen frei rumlaufen dürfen ohne ihren Mann, ohne ihre Brüder oder ohne ja, irgendjemand mit dem Familiendasein. Und das ist für die ja ein Auslöser auch, wie Marie das auch schon vorhin genannt hat, die Blicke, dass man sie missbilligend anschaut oder dass man eine Frau anfasst, geschweige denn im höchsten Fall sogar vergewaltigt. Und wie geht man denn mit Menschen um, die so 21 Jahre oder 25 Jahre in diesem Gedankengut gelebt haben? Und da muss man einfach merken und auch sich mit der Religion und befassen und zum Entschluss kommen, dass der Islam so in der Form, wie er momentan ist, die größte Integrationsbarriere hier in Deutschland und in Europa ist. Und das muss man einfach jetzt mal so nennen, man muss das Kind beim Namen nennen, ansonsten werden wir mit dieser auch großen Aufgabe auch nicht umgehen können. Also das Kopftuch ist ja das Symbol des politischen Islam. Mhm. Und dann gibt es solche Werbebroschüren. Das ist das Titelbild eines Flyers des Sportbundes der Stadt Bielefeld. Da wird offenbar mit Steuergeldern finanziert, mit einem Mädchen mit Kopftuch geworben. Wenn Sie so etwas sehen, wie bewerten Sie das? Von einem derartigen Bild, welche Signale gehen davon aus? Wenn ich das Bild sehe, dann kommt mir nur eins im Sinn, diese ganzen Frauenrechte, also diesen ganzen Prozess, den wir auch hatten. Damit wirft man eigentlich alles aus dem Fenster.
Man wirft alles, was man hier sich hart erkämpft haben, das waren wirkliche Feministinnen, kein Vergleich zu den aktuellen, das schmeißt man einfach raus. Weil wenn man so etwas abbildet, steht man für ein Bild der Frau, die unter dem Mann steht. Man steht für ein Bild der Frau, die im Grunde genommen der Familie unterlegen ist, der Religion unterlegen ist. Und das gehört für mich einfach nicht hierher. Und ich finde das einfach eine Unverschämtheit, dass man dafür Steuergelder benutzt. Aber Meuthen, das ist ja kein Einzelfall. Immer mehr Vereine, immer mehr Institutionen, selbst die AWO wirbt mit Bildern, mit Mädchen, mit Kopftuch oder manchmal sogar mit Frauen, die verschleiert sind. Ist das Naivität oder steckt da Absicht hinter? Was ist die Intention, dass diese Vereine, Verbände und Institutionen das überhaupt machen? Es hat Methode. Sie haben das in die Schulbücher rein. Ich sehe das in den Schulbüchern meiner Kinder, da haben sie das mittlerweile auch. Das muss alles genderkorrekt sein und migrationskorrekt sein. Das ist genau diese völlig falsch verstandene Toleranz. Es führt uns dann nämlich tatsächlich in die Unfreiheiten rein und die Frauen sind davon in besonderem Maße betroffen. Also nehmen Sie sich all diese ganz tragischen Fälle, die wir kennen, wo junge Frauen, auch zum Teil Mädchen, noch zu Tode gekommen sind, die nichts anderes gemacht haben, als ihren Freund zu verlassen. Dass, wenn der Freund muslimischer Herkunft ist und etwas krass drauf ist, meint er das Recht zu haben, die gegebenenfalls zu töten. Und solche Tötungsdelikte haben wir gehabt. Weil das von jungen muslimischen Männern offensichtlich als eine nicht hinnehmbare narzisstische Kränkung gesehen wird, mit der die nicht zurechtkommen. Das ist nicht unsere Kultur. Junge Frauen, wie überhaupt Frauen, haben das Recht, Männer zu verlassen. Und in freier Selbstbestimmung zu leben. Und das ist in Gefahr mit sowas. Und das, dagegen wehren wir uns auf jede erdenkliche Weise. Das ist aber genau das, was übrigens die immer am lautesten von Frauenrechten reden, nämlich die Grüninnen, wie ich sie nenne, die betreiben genau das. Die werden ihr blaues Wunder erleben oder ihr grünes Wunder, wenn sie sich durchsetzen. Blaues Wunder wäre gut, dann werden wir es nennen. Wird nämlich mit diesem Unfug Ende gemacht. Die werden sich wundern, in was für einer Unfreiheit die künftig leben werden und ihre Kinder, so sie denn welche haben, wenn sie sich mit ihrer Politik durchsetzen. Ja, man kennt das vielleicht von Hundebesitzern, diesen Satz, keine Angst, der tut nichts, der will nur spielen. Ja, den kenne ich auch. Waren unsere Politiker und unsere Verbände zu lange auch zu milde, dass sie gedacht haben, keine Angst, sie tun nichts, sie wollen nur beten. Frage zielt jetzt mal Richtung Islamverbände. Sind die eigentlich förderlich für die Integration oder sind die eher hinderlich für die Integration? Also ich finde sie hinderlich. Also gerade kann man DITIB, man weiß, woher auch gerade die Finanzierungen kommen. Mit unter anderem haben die auch versucht, bei den Fakultäten, also der Islamwissenschaften, auch Fuß zu fassen. Das wurde denen aber verwehrt, weil man gerade gesagt hat, dass man sich davon loslösen möchte. Ich finde, dass gerade durch solche Islamverbände, wo es eh immer sehr skurril ist, woher auch die Finanzierungen kommen, habe ich immer einen Bauchschmerzen im Grunde genommen. Weil was für ein Ziel haben sie denn hier? Muss man denn Islamverbände haben? Reicht es denn nicht, also wenn überhaupt, dass man sagt, ja, vielleicht so einen kleinen Kulturverein oder warum muss man denn hier ein Netzwerk aufbauen? Für was? Dass man weiter Moscheen bauen kann. Also ich finde das auch im Grunde genommen auch eine Respektlosigkeit in diesem Land, wo man so viel geboten bekommt, dass man hier sich immer mehr ausbreitet, immer mehr fordert, mit katalysiert durch Gelder aus dem Ausland. Deswegen, also ich halte nichts davon. Also zumal es ja auch Fakt ist, dass in den Moscheen immer noch radikal gepredigt wird. Also ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Konstantin Schreiber gelesen haben, ja. Inside Islam. Das fand ich sehr aufschlussreich. Er selbst spricht ja auch Arabisch und berichtet, was da quasi in den Reden gesagt wird. Also das ist für mich völlig unverständlich, wo da dann ein Islamverband irgendwie positiv wirken soll. Also das erkenne ich nicht. Lassen Sie uns unbedingt über Ihr persönliches politisches Engagement noch sprechen. Wir haben das ja zu Beginn schon gemacht, da haben Sie schon einiges gesagt. Viele Zuschauer werden auch sagen, Mensch, Marie-Therese Kaiser, den Namen, den habe ich schon mal gehört und das Gesicht habe ich auch schon mal gesehen. Das ist richtig, denn Sie sind ja die Mitinitiatorin der Hamburger Bürgerinitiative, nenne ich sie mal, Merkel muss weg. Da haben Sie, glaube ich, zwischen Binnenalster und Dammtor jeden Montag demonstriert und mussten auch sehr viel einstecken und das im wortwörtlichen Sinne. Wie dick ist das Fell, das Sie sich da angewöhnen mussten?
Also ja, dadurch gewöhnt man sich schon sehr dickes Fell an. Ich wurde als Nazi beschimpft. Ich hatte da auch innerhalb meines Studiums schon Beeinträchtigungen. Also mir wurden Arbeitsmaterialien vorenthalten. Ich habe mit gesellschaftlicher Ausgrenzung leben müssen. Ich wurde zum Gespräch vom Hochschulpräsidium geladen. Also das sind alles so Sachen, das hat für mich nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Das, ja, das ist furchtbar, würde ich sagen. Da fühle ich mich auch irgendwo schon unter Druck gesetzt. Also ja, wenn da plötzlich vier Leute vor einem sitzen und einem sagen wollen, ja, wir haben ja Werte an dieser Hochschule, das wäre ja nicht so ganz vereinbar, wo ich mir nur denke, wieso? Ich bin doch auch dafür und unterstütze das vollkommen und sehe mich da gar nicht so. Also Herr Meuthen, wenn Sie das hören, das ist ja unglaublich. Ja, ich kenne das. Gucken Sie mal, wenn ich irgendwo zu Veranstaltungen fahre, ich bin ja relativ bekannt, da gibt es immer große Gegendemo. Und dann sehe ich junge Leute, überwiegend junge Leute, die stehen am Straßenrand. Ich werde dann mit irgendeinem Auto da reingefahren, weil selber darf ich das alles nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Und dann gucke ich aus der Scheibe raus und gucke, was die da so haben. Und dann sind da Plakate, Nazis raus. Könnte ich auch dahinter stehen. Auch. Ja. Ja, dann steht da, keine Chance dem Rassismus. Da sage ich, jawohl, recht habt ihr. Sie haben im Prinzip mit allem recht, was sie erfordern. Aber man unterstellt uns völlig irrigerweise, und das hat natürlich Methode, wir seien all sowas. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich es hier mit zwei jungen Rassistinnen zu tun habe, ganz und gar nicht. Nein. Bei Ihnen kommt noch der Migrationshintergrund dazu, da wäre es besonders grotesk. Aber es ist so, Rassismus ist sowieso eine groteske Position. Das ist das, was da tatsächlich geschieht. Es wird insinuiert, wenn du da bist, wenn du nicht links bist, dann bist du automatisch außerhalb des Wertesystems. Ein Kampf gegen rechts ist genauso absurd wie ein Kampf gegen links. Wir als Rechte, bürgerlich-konservative, werden immer akzeptieren, dass es Linke gibt. Ich würde mich niemals irgendwo auf eine Demo stellen mit dem Kampf gegen links. Die haben ihre Existenzberechtigung, wie wir auch. Aber der Kampf gegen rechts, der gilt hier sozusagen als moralisch höherwertig. Das ist absurd. Aber ich muss noch mal darauf eingehen, was Sie gesagt haben, Marie-Therese. Ich habe das mal rausgesucht. Anna Postilla hat geschrieben, ich zitiere mal wörtlich, sie ist das bürgerliche Gesicht, das die fremdenfeindliche Fratze der Rechtsextremen verdeckt. Als ich das gelesen habe, haben sich mir so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt. Denn ich habe mir überlegt, was ist das für eine Respektlosigkeit gegenüber einem Menschen, der sein Meinungsrecht wahrnimmt. Das, was ja im Grundgesetz Artikel 5 verbrieft ist. Genau, das ist es nämlich. Ich stehe nur für meine Werte ein und die sind für mich unverhandelbar. Und mir wurde schon so viel unterstellt, mir wurde gesagt, ich ließe mich instrumentalisieren und ja, sonstiges. Also da wird mir irgendwo auch die Mündigkeit abgesprochen und das finde ich schon eine Frechheit, ja. Diffamierungen kennen Sie ja auch, Mary. Was motiviert Sie denn weiterzumachen und sich weiterhin zu engagieren? Ich denke, das wurde zu Beginn auch sehr schön gesagt, also einfach auch die Zukunft, also die Zukunft und die Hoffnung, dass man selbst irgendwann auch eine Familie gründet, dass man selbst auch Kinder hat und natürlich auch dieses Land, also was einem selbst so viel gegeben hat. Also ich konnte hier mich frei entwickeln, ich konnte den Beruf oder das Studium auswählen, was ich mir gewünscht habe. Ich kann so viel hier machen und wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, also auch allein durch die familiären Erfahrungen, sieht man einfach Ansätze in diesem Land, die man einfach durch meinen Papa, also aus dem islamischen Land, kennt. Und das macht mir Angst, weil ich Angst habe, dass mir meine Freiheit irgendwann genommen wird und weil ich Angst habe, dass man mir irgendwann auch meine Identität nimmt, also meine Wurzeln hier entzieht, dass ich angegriffen werde von Linken mit unter anderem, weil ich dazu stehe, deutsch zu sein, weil es mir wichtig ist, zu sagen, dass das, was wir uns hier erbaut haben, was durch die Geschichte sich hindurch gezogen hat, dass es so etwas Wertvolles ist. Das müssen wir unseren Kindern wiedergeben, weil nur so können wir auch politisch erstens stark agieren, aber auch in Zukunft wirtschaftlich. Und dass man uns deshalb vorwirft, dass wir Nazis seien, dass wir rassistisch seien, weil wir einfach im Grunde genommen zu unserem Land stehen, das ist einfach nur noch abstrus und lächerlich. Ja. Bewahrung der Identität. Herr Meuthen, wie viel Kraft wird es brauchen, um gegen den Verlust der Identität entgegenzuhalten? Es wird eine ungeheure Beharrlichkeit brauchen. Wir haben die Kraft des Arguments, des besseren Arguments, des Wortes. Wir müssen unsere
politischen Gegner immer wieder in ihrer ganzen Lächerlichkeit entlarven. Grüne würden den beiden hier wahrscheinlich erzählen, sie sind Rassistinnen, sie wissen es bloß nicht. Ja, das, so argumentieren die. Ja, die kamen jetzt auf, zum Beispiel kam jetzt eine grüne Abgeordnete im Bundestag auf die witzige Idee, alle als antisemitisch zu bezeichnen, die gegen den Migrationspakt, über den wir schon gesprochen haben, sind. Mit Verlaub, Israel ist gegen den Migrationspakt. Was nun? Sind die Israelis also auf einmal auch Antisemiten? Das ist einfach, wir müssen es in der letztlich Lächerlichkeit der Positionen, die die vertreten, auch in der Lächerlichkeit ihrer Genderpolitik, wir müssen sie demaskieren, wieder und wieder und wieder. Und wir müssen Geduld haben und wir müssen eine gewisse Leidensfähigkeit haben, weil den gedanklichen Mainstream in einer Gesellschaft, den drehe ich nicht mal so eben, weil ich ein paar nette Argumente habe, sondern das verlangt tatsächlich eine ungeheure Beharrlichkeit, Frustrationstoleranz. Ohne die geht das nicht. Was nehmen Sie heute aus dem Gespräch mit für Ihre politische Arbeit? Die Freude daran, dass es junge Menschen gibt, hier unsere beiden jungen Damen, die hochpolitisch sind, die sehr genau hingucken, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und die ihren eigenen Weg gehen werden, da bin ich mir bei beiden sehr, sehr sicher, die, und das wäre auch mein Appell an Sie, in der Politik bleiben, dranbleiben, und hoffentlich auch die Kraft und die Geduld aufbringen, das über einen längeren Zeitraum auszuhalten. Aber wenn ich Sie hier so erlebe, dann habe ich das gute Gefühl, Sie schaffen das sozusagen. Danke. Herr Rekahn, Marie-Therese Kaiser, herzlichen Dank für den Besuch hier im Europaparlament in Straßburg. Und Ihnen, Herr Wolten, herzlichen Dank für die Gastgeberschaft. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht hier bei Ihnen. Eine gute Runde. Dankeschön. Auch. Ihnen auch herzlichen Dank. Vielen, und vielen Dank. Danke. Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Europa-Talk hier aus Straßburg. Heute mit interessanten, aber auch sehr charmanten Gästen. Mary Kahn, 24 Jahre jung, aus Frankfurt am Main, Studentin der Politik- und Islamwissenschaften. Und Marie-Therese Kaiser, 21, aus Hamburg, Studentin der Fachrichtung Luxus-Markenmanagement. Sowie, das sei nicht unerwähnt, ein bereits vielgebuchtes Model der Modebranche. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Aber heute geht es natürlich nicht um Mode, sondern um Politik. Deshalb begrüße ich auch sehr herzlich unseren Gastgeber, Professor Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD, aber hier im Europaparlament Mitglied der EFDD-Fraktion. Aber gleich mal die Frage an Sie. Politik und junge Leute, wie gut passt das zusammen? Politik gestaltet Zukunft. Junge Menschen sind der große Teil der Zukunft. Je älter man wird, desto weniger Zukunft hat man. Darum wird Politik im Wesentlichen für junge Menschen gemacht. Das Morgen gehört der Jugend. Sie haben ja selber Kinder, wird in der Familie Meuthen viel über Politik diskutiert? Sehr viel. Sehr viel. Mit den ganz Kleinen, also mit dem 8-Jährigen reden sie nicht viel über Politik. Die 11-Jährige ist aber schon ganz gut dabei. Und dann habe ich drei erwachsene Kinder, die sind sowieso so politisch auch, dass bei uns viel Politik Thema ist. Ja. Was können denn gestandene Politiker von jungen Leuten lernen? Von jungen Leuten lernen. Also ich denke gerade, dass junge Menschen
oft auch nicht allzu sehr drüber nachdenken, wenn sie gewisse Themen anpacken. Sie versuchen das auch oftmals auf ihre Generation auch zu beziehen. Also man geht vielleicht auch ein bisschen lockerer dran und versucht das aber auch noch mit einer gewissen Leidenschaft zu verbinden. Also ich möchte natürlich nicht älteren Politikern die Leidenschaft absprechen, aber ich denke gerade junge politische Menschen, das erlebe ich auch bei uns, man hat wirklich sehr viel Spaß dabei, man ist mit Gleichgesinnten dran und vielleicht diesen Spaß, diese Leidenschaft, das können sie vielleicht von denen nochmal mitnehmen. Ja, in dem Zusammenhang Leichtigkeit wäre auch ein Begriff gewesen, genau, den ich genannt hätte. Und ansonsten denke ich, dass junge Leute lernen, sich immer wieder neu zu motivieren, egal welche Niederschläge kommen. Und ich glaube, Politiker sind diejenigen, die unglaubliche Höhen und Tiefen erfahren. Da sind Wahlsiege, da sind Wahlniederlagen, da sind parteiinterne Geschichten, da kommt der Druck von außen. Wie wird man eigentlich damit fertig erwarten? Man wird damit fertig, indem man sich die Sinnfrage positiv beantwortet. Ich glaube, wenn man das nicht erkennt, wenn man nicht weiß, warum man das macht, hält man das nicht aus. Es gibt ja auch viel Gutes. Also ganz viel, dass Menschen kommen und sich bedanken, gerade auf meinen Veranstaltungen. Die sagen, die kommen zu mir und sagen, ich will Ihnen nur mal die Hand schütteln. Danke, dass Sie das machen. Danke, dass Sie sich einsetzen. Das gibt es eben auch. Und das Tolle ist, ein Politiker gestaltet die Zukunft. Und das haben unsere beiden Damen ja heute auch vor. Sie wollen ja die Zukunft mitgestalten. Sie engagieren sich ja politisch. Wie kam Sie eigentlich dazu? Also bei mir persönlich kam es eigentlich immer schon von der Familie aus, dass ich auch politisch interessiert war. Ja, der Auslöser dann tatsächlich, mich auch in der AfD zu engagieren, war 2015, als die Flüchtlingskrise war und ich es hautnah in Hamburg am Hauptbahnhof mitbekommen habe, wie unkontrolliert und ja, irgendwie auch gefährlich und befremdlich diese ganze Situation ist. Und wie sich das dann weiterentwickelt hat und wie Sie sich weiter engagiert haben, darüber reden wir später noch. Wie war das denn bei Ihnen, Mary? Bei mir gibt es natürlich auch ein paar Parallelen. Ich komme auch aus einer sehr politisch affinen Familie. Also das habe ich auch von meinem Vater mitbekommen. Also er selbst ja auch ein Ex-Muslim. Und das war natürlich auch so der Eckstein für mich selbst, sich einerseits auch mit der islamischen Kultur auseinanderzusetzen. Und habe dann halt auch mit 19 Jahren einen Frauenverein gegründet, der sich aber natürlich wirklich um den Urfeminismus beschäftigt. Das muss man ja immerhin noch mal sagen. Also wirklich um grundlegende Frauenrechte auf keinen Fall zu vergleichen mit den aktuellen Genderfeministinnen. Und das war so der Punkt für mich, als junge Frau aktiv zu werden. Das Thema heute haben wir mal unter die Überschrift gestellt, Generation Europa und du? Fragezeichen. Wie sehen Sie heute den Ist-Zustand der Europäischen Union? Wie würden Sie den bewerten? Von mir aus auch mit Zensuren von 1 bis 6 bis ungenügend, mangelhaft oder wie auch immer. Also ich würde dem aktuellen Zustand eine 6 geben, weil ich einfach glaube, dass die ursprüngliche Idee der Europäischen Union komplett gescheitert ist. Wir verlieren die Subsidiarität komplett, also die Eigenverantwortlichkeit der Staaten ist kaum noch gegeben. Es wird eigentlich nur noch von oben diktiert und jedes Problem, was auftritt, wird eigentlich nur hinausgezögert. Mary? Ich würde mich dem auch anschließen. Also ich würde der Europäischen Union auch eine 6 geben. Ich glaube, Herr Meuthen kann das auch bestätigen. Also man fühlt sich wahrscheinlich wie in ein riesen Kolosseum, also eine Horde von Dolmetschern, Bürokraten und wo man wahrscheinlich schon sieht, und dass unser Geld, unser Steuergeld hier wirklich aus dem Fenster geprasselt wird. Ja, Herr Meuthen, einige dicke Brocken, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Locker deutlich älter als Sie beide zusammen. Und da kommt eine gewisse Altersmilde ins Spiel. Also ich würde ich finde die Note mangelhaft, also 5, sehr angemessen. Ungenügend ist eigentlich völlig, völlig vernichtend. Also wenn man glatt 6 steht, ist nichts mehr zu retten. Ja. Also akut versetzungsgefährdet, könnte man sagen, wenn wir mit Schulnoten operieren wollen. Wenn Sie zum Beispiel die Übersetzerdienste ansprechen, das ist grandios, was die hier machen. Ich bewundere die, in welcher Geschwindigkeit die Simultanübersetzungen laufen. Das, für mich ist das eine hohe Kunst, weil die Übersetzungen relativ präzise sind. Worin ich Ihnen aber recht geben würde, ist, und das kann man ja nicht übersehen, dass wir in einer völligen Schieflage sind bezüglich des Aufgabenbestandes der EU. Sie tut nämlich lauter Dinge, die sie besser ließe. Und sie lässt einiges sein, was durchaus ihre Aufgabe wäre. Das heißt, sie ist völlig an dem vorbei, was die politische Funktion wäre, weil das dezentral in den jeweiligen Nationen geregelt werden kann. Es muss auch nicht alles vereinheitlicht werden. Auf der anderen Seite versagt die EU in Bereichen, wo sie
dringend zu einer gemeinsamen Haltung kommen müsste. Dieses Parlament hier in Straßburg ist ja im Grunde genommen Ihr Parlament. Hier werden ja die Beschlüsse gefasst, die Ihr Leben, Ihre Zukunft bestimmen werden. Welchen Anspruch haben Sie eigentlich an die Politiker hier in diesem Parlament? Ich habe an die Politiker folgenden Anspruch. Also eigentlich ein Realitätsanspruch, dass man einfach begreift, also die aktuelle Situation einfach besser umfasst. Aber ich will den Menschen oder den Politikern, gerade der anderen Fraktionen, nichts Unmenschliches vorwerfen. Aber für mich ist es einfach momentan diese Politik und gerade das, was hier auch in Straßburg durchgesetzt wird, absolut unmenschlich. Wenn ich höre, dass man jetzt sagt, dass Frontex besser ausgebaut werden soll, obwohl man hätte schon 2015 eigentlich einen ordentlichen Grenzschutz haben sollen, dann kriege ich Gänsehaut. Ich mich voll und ganz anschließen. Ich würde da auch noch an die Gewissenhaftigkeit appellieren. Mhm. Also ich möchte von den Politikern eigentlich, dass sie die Politik für die Menschen innerhalb der EU machen. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Die Frage ist ja auch, was tut dieses Parlament für die Jugend? Da werden Milliarden und Abermilliarden Euro erneut ausgegeben für die Bankenrettung. Aber und aber Milliarden Euro versickern in Griechenland. Weiß der Teufel, was mit dem Geld alles passiert. Dann stellt sich Herr Macron jetzt hin und ruft, er will unbedingt eine große europäische Armee. Da träumt er von. Und was macht Angela Merkel, die Kanzlerin? Sie steht an seiner Seite und kann gar nicht genug Geld dafür ausgeben. Dann versickern Subventionen und Subventionen, egal wohin, für alles und jeden. Was bleibt am Ende für die Jugend? Das ist eine gute Frage. Das genau ist das Problem. Also ich habe Ihnen beiden aufmerksam zugehört, freue mich, von jungen Frauen genau das zu hören, weil sie sind offensichtlich hellwach und sie lassen sich hier kein X für ein U vormachen. Sie sagen das, Frau Kahn, völlig richtig. Die machen nicht eine Politik für die Menschen der Europäischen Union, sie machen eine Politik explizit für die Menschen außerhalb der Europäischen Union, um die hier reinzuholen, also eine Migrantenpolitik. Sie sind aber beauftragt von uns Bürgern, uns europäischen Bürgern der verschiedenen noch 28, bald 27 Nationen, unsere Interessen hier zu vertreten. Das tun Parteien wie die Grünen nun ganz gewiss überhaupt nicht. Lassen Sie uns mal ein paar der europäischen Themen herunterbrechen auf Ihren Alltag. Das Thema Beruf. Viele junge Leute hangeln sich heute von Praktikum zu Praktikum. Das Wort unbefristete Verträge ist im Grunde genommen schon lange ein Fremdwort. Eine gewisse solide Lebensplanung, wie Herr Meuthen und ich das sicherlich noch konnten, gibt es heute für junge Leute im Grunde genommen überhaupt nicht mehr. Wie sehr belastet das Ihre Generation? Ich glaube, dass viele das noch gar nicht so realisiert haben. Also gerade bei den jungen Leuten merke ich im Gespräch häufig, dass sie irgendwo auch ja, die Lust verloren haben, sich mit den Themen mal tiefergehend zu befassen und auseinanderzusetzen. Ja, aber gerade die Arbeitswelt, Herr Meuthen, ist ja ein großes Thema. Was kann die EU da an neuen Regeln schaffen? Will sie überhaupt was schaffen? Sie schafft neue Regeln. Ich würde aber hier schon im Ansatz widersprechen wollen. Ja. Wenn die EU hier anfängt, sie sagt, wir tun doch was für die Jugend, wir machen hier große Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Das, mit Verlaub, ist zwar eine ehrenwerte Aufgabe, aber keine Aufgabe der Europäischen Union. Weil die Ursachen der Arbeitslosigkeit, ich komme ja aus der Ökonomie, sind sehr unterschiedlich. Und Sie haben in Lissabon, weiß Gott, andere Ursachen für Arbeitslosigkeit, als Sie die in Helsinki oder Dublin oder Tallinn haben. Wir haben nationale Arbeitsmärkte, wir haben genau genommen sogar regionale Arbeitsmärkte. Auch die Ursachen der Arbeitslosigkeit, sagen wir mal in Sachsen-Anhalt, sind andere, als sie das im Saarland sind. Das kann man dezentral, das kann man regional machen. Und auf die Ebene der EU soll nur transformiert werden, was eine gesamteuropäische Aufgabe ist. So wichtig die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist, es ist keine Aufgabe der EU. Da sind wir genau beim Thema Migration. Denn die EU schafft es ja nicht, sprich Frontex etc., die Grenzen so weit dicht zu machen, dass nicht unheimlich viele junge Leute reinströmen, die zum Teil sogar Analphabeten sind, hier mühsam Sprachkenntnisse erwerben müssen und andererseits in den Billiglohnsektor hineinrutschen, aber auch Wohnraum wegnehmen und so weiter und so weiter. Gucken Sie sich denn den Unfug an. Ja. Die kommen hier rein und das ist doch logisch, wenn sie da sind, müssen sie irgendwo wohnen. Und wir haben eine begrenzte Menge an Wohnraum, den kann man auch nicht mal eben verdoppeln. Das funktioniert nicht. Und dann wird gesagt, wenn ich dann sage, also natürlich gibt es eine Nutzungskonkurrenz, nämlich der ärmeren Bevölkerungsschichten derer, die schon hier leben.
eine Nutzungskonkurrenz mit den Migranten. Das ist so. Am Arbeitsmarkt gibt es das auch, so sie denn hier eine Arbeitsberechtigung haben. Und natürlich ist das ein Konkurrenzverhältnis. Das heißt, die Politik der EU verschärft die Probleme. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass dieses Thema ja schon irgendwo auch angegangen wird. Also wir haben eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, in Italien, in Spanien. Und es wird ja schon versucht, da auch EU-weit irgendwie von zu profitieren, indem man eben Fachkräfte austauscht. Also dass zum Beispiel von Spanien junge Leute hier nach Deutschland kommen und hier ihre Ausbildung machen sollen. Was ich nicht verstehe, ist, warum wird nicht viel mehr dafür getan, dass diese Leute ihre Ausbildung auch zu Ende bringen. Wir hatten in Bremervörde einen Fall, wo, ich glaube, spanische Auszubildende hergekommen sind und ihre Ausbildung relativ bald abgebrochen haben, weil sie keine Motivation hatten, keinen Anreiz. Aber ich glaube, man hätte da sehr viel erreichen können, wenn man beispielsweise Wohngeld beigesteuert hätte, wenn man den Leuten die Möglichkeit gegeben hätte, einmal im Monat zu ihrer Familie zu fliegen. Also da kann man, glaube ich, schon auch viel erreichen, indem man da Geld investiert. Wäre es nur mal so als Denkanstoß nicht sinnvoller, wir würden eine Situation versuchen herbeizuführen, in denen junge Spanier in Spanien wieder bessere Ausbildungschancen hätten und junge Griechen in Griechenland. Gerade die völlig verfehlte Währungspolitik der Europäischen Union ist es, die genau das vereitelt. Wenn sie in Griechenland jung sind, sie haben dort eben eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, wie überhaupt Arbeitslosigkeit, eine Perspektivlosigkeit. Nun kann ich mir vorstellen, dass ein junger Grieche, weil Griechenland ein wunderschönes Land ist, auch ganz gerne zu Hause leben möchte. Und er fühlt sich hier vielleicht dann im Nieselregen Hamburgs gar nicht so wohl, wie andere Menschen, die hier geboren sind, sich sehr wohl fühlen. Und insofern müsste die Politik eigentlich ermöglichen, dass die Menschen da, wo sie sind, Perspektiven haben. Es geschieht justament das Gegenteil. Ein anderes großes Thema ist das Thema Sicherheit. Es gibt ja eine neue europäische Maßeinheit, die wurde in Deutschland erfunden. Das ist die Reker-Länge, benannt nach der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Eine Armlänge Abstand, ne? Wir kennen das ja, die Reker-Länge. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wie unsinnig und ja absurd diese Forderung überhaupt war von der Frau. Aber die Frage stellt sich natürlich schon, wie sicher fühlen Sie sich als junge Frauen noch in diesem Land, in Europa, in Deutschland? Ich komme ja aus Frankfurt am Main, eine Großstadt, wo selbst letztes Jahr so eine Umfrage ergeben hat, dass 40% der dort lebenden Frauen sich abends in ihren eigenen Wohngebieten nicht mehr sicher fühlen. Das sagt schon sehr viel. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren auch in meinem Kreis es immer mehr, noch nicht Parallelgesellschaften, aber es gibt schon Gegenden, wo man sich wirklich nicht mehr traut, als Frau, insbesondere im Sommer, mit einem Kleid durchzulaufen. Und das ist auch mit unter anderem auch ein Einschnitt in meiner Lebensgestaltung, wenn ich abends mit Freundinnen in Frankfurt vielleicht in eine Bar gehen möchte. Und wir müssen uns ganz anders koordinieren, indem wir sagen, wir fahren nicht mit der Bahn, weil es abends einfach zu unsicher ist für uns, sondern dass wir sagen, wir fahren mit dem Auto. Und das sind so Dinge, die ich in den letzten Jahren halt sehr stark gemerkt habe. Das kann ich auch bestätigen. Also ich lebe in Hamburg und ich habe jetzt einen kleinen Waffenschein beantragt. Ich gehe eigentlich ohne Pfefferspray nicht mehr vor die Tür. Und das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung, sondern das ist Fakt. Und Punkt zwei ist, auch da sind hauptsächlich ja keine deutschen Handelsgeschäfte mehr. Also wir erleben das da wirklich täglich, dass es aussieht wie auf dem Bazar. Die Leute parken ihr Auto einfach mitten auf der Straße. Da frage ich mich dann teilweise auch, wo ist da die Polizei und sagt, Mensch, so geht's aber nicht. Ja, der Ruf nach der Polizei ist das eine, aber Herr Meuthen, was läuft da grundsätzlich falsch? Ja, grundsätzlich haben wir ein völlig falsches Toleranzverständnis. Darf ich Ihnen an der Stelle mal ein Zitat vorlesen von Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Deutschen Bundestag? Meine spezielle Freundin. Die hat nämlich mal gesagt, unser Land wird sich ändern. Und zwar drastisch. Und ich sage euch, ich freue mich drauf. Wenn Sie so etwas hören, was denken Sie da?
Wenn ich sowas höre, werde ich wirklich sauer. Mir ist meine Identität auch wichtig. Mir ist auch wichtig, dass wir unsere Kultur, unsere Werte beibehalten. Sie meint nämlich Menschen mit einem ganz anderen Kulturgut, die hierher kommen, mit einer viel dominanteren Kultur. Das merken wir auch sehr stark, weil immer gerade in Großstädten einfach auch Parallelgesellschaften entstehen, wo wir als Deutsche ja immer mehr entweichen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, zum Thema Respekt. Speziell, Sie haben es ja schon angesprochen, dem Respekt gegenüber Frauen. Die Frauenhäuser, egal in welcher Stadt in Deutschland, sind überfüllt, weil viele Hilfesuchende müssen sogar abgewiesen werden. Der Grund, es kommen auch immer mehr muslimische Frauen und klopfen an diesen Frauenhäusern an. Frau Kahn, Sie studieren Islamwissenschaften. Was kommt da auf uns zu? Ich habe es ja vorhin am Anfang auch schon erwähnt, dass ich ja selbst einen Frauenverein auch gegründet habe und solche Problemfälle hatten wir ja auch. Es sind drei wichtige Begriffe. Es ist einmal der Ehrenmord, also wirklich, wenn man sich der Religion entziehen möchte, wenn man sagt, man möchte vielleicht einen deutschen Mann heiraten oder vielleicht auch schon ausgelöst dadurch, dass man sagt, man möchte hier studieren, man möchte sich frei entfalten, man möchte die Bildung genießen. Das können schon Faktoren sein, von seiner Familie mit Gewalt gedroht bekommen und mit unter anderem natürlich auch die Freizügigkeit, dass man sagt, man sieht in der Schule, wie deutsche Frauen oder deutsche Mädchen rumlaufen, dass sie mal ein Kleid anziehen im Sommer und das wollen die halt dann auch machen. Und das sind schon Punkte, wo im Grunde genommen Gewalt dann auch mit einfließt. Und was auf uns zukommt, es kommt ein frauenverachtendes Weltbild mit hierher, die, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ganz anders auch groß geworden sind, ganz anders sozialisiert worden sind in ihren Ländern. Und da muss man einfach merken und auch sich mit der Religion und befassen und zum Entschluss kommen, dass der Islam so in der Form, wie er momentan ist, die größte Integrationsbarriere hier in Deutschland und in Europa ist. Und das muss man einfach jetzt mal so nennen, man muss das Kind beim Namen nennen. Also das Kopftuch ist ja das Symbol des politischen Islam. Mhm. Und dann gibt es solche Werbebroschüren. Das ist das Titelbild eines Flyers des Sportbundes der Stadt Bielefeld. Da wird offenbar mit Steuergeldern finanziert, mit einem Mädchen mit Kopftuch geworben. Wenn Sie so etwas sehen, wie bewerten Sie das? Von einem derartigen Bild, welche Signale gehen davon aus? Wenn ich das Bild sehe, dann kommt mir nur eins im Sinn, diese ganzen Frauenrechte, also diesen ganzen Prozess, den wir auch hatten. Damit wirft man eigentlich alles aus dem Fenster. Weil wenn man so etwas abbildet, steht man für ein Bild der Frau, die unter dem Mann steht. Man steht für ein Bild der Frau, die im Grunde genommen der Familie unterlegen ist, der Religion unterlegen ist. Und das gehört für mich einfach nicht hierher. Aber Herr Meuthen, das ist ja kein Einzelfall. Immer mehr Vereine, immer mehr Institutionen, selbst die AWO, wirbt mit Bildern, mit Mädchen, mit Kopftuch oder manchmal sogar mit Frauen, die verschleiert sind. Ist das Naivität oder steckt da Absicht hinter? Was ist die Intention, dass diese Vereine, Verbände und Institutionen das überhaupt machen? Es hat Methode. Sie haben das in die Schulbücher rein. Ich sehe das in den Schulbüchern meiner Kinder. Da haben sie das mittlerweile auch. Das muss alles genderkorrekt sein und migrationskorrekt sein. Das ist genau diese völlig falsch verstandene Toleranz. Es führt uns dann nämlich tatsächlich in die Unfreiheiten rein und die Frauen sind davon in besonderem Maße betroffen. Das ist nicht unsere Kultur. Junge Frauen, wie überhaupt Frauen, haben das Recht, Männer zu verlassen und in freier Selbstbestimmung zu leben. Und das ist in Gefahr. Ja, man kennt das vielleicht von Hundebesitzern, diesen Satz, keine Angst, der tut nichts, der will nur spielen. Ja, den kenne ich auch. Waren unsere Politiker und unsere Verbände zu lange auch zu milde, dass sie gedacht haben, keine Angst, sie tun nichts, sie wollen nur beten. Frage zielt jetzt mal Richtung Islamverbände. Sind die eigentlich förderlich für die Integration oder sind die eher hinderlich für die Integration? Also ich finde sie hinderlich. Also gerade kann man DITIB, man weiß, woher auch gerade die Finanzierungen kommen. Mit unter anderem haben die auch versucht, bei den Fakultäten, also der Islamwissenschaften, auch Fuß zu fassen. Das wurde denen aber verwehrt, weil man gerade gesagt hat, dass man sich davon loslösen möchte. Ich finde, dass gerade durch solche Islamverbände, wo es eh immer sehr skurril ist, woher auch die Finanzierungen kommen, habe ich immer Bauchschmerzen im Grunde genommen. Weil was für ein Ziel haben sie denn hier? Muss man denn Islamverbände haben? Reicht es denn nicht, wenn überhaupt, dass man sagt, ja, vielleicht so einen kleinen
Kulturverein oder warum muss man denn hier ein Netzwerk aufbauen? Für was? Zumal es ja auch Fakt ist, dass in den Moscheen immer noch radikal gepredigt wird. Also ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Konstantin Schreiber gelesen haben, ja. Inside Islam. Das fand ich sehr aufschlussreich. Er selbst spricht ja auch Arabisch und berichtet, was da quasi in den Reden gesagt wird. Also das ist für mich völlig unverständlich, wo da dann ein Islamverband irgendwie positiv wirken soll. Also das erkenne ich nicht. Lassen Sie uns unbedingt über Ihr persönliches politisches Engagement noch sprechen. Wir haben das ja zu Beginn schon gemacht, da haben Sie schon einiges gesagt. Viele Zuschauer werden auch sagen, Mensch, Marie-Therese Kaiser, den Namen, den habe ich schon mal gehört und das Gesicht habe ich auch schon mal gesehen. Das ist richtig, denn Sie sind ja die Mitinitiatorin der Hamburger Bürgerinitiative, nenne ich sie mal, Merkel muss weg. Da haben Sie, glaube ich, zwischen Binnenalster und Dammtor jeden Montag demonstriert und mussten auch sehr viel einstecken und das im wortwörtlichen Sinne. Wie dick ist das Fell, das Sie sich da angewöhnen mussten? Dadurch gewöhnt man sich schon sehr dickes Fell an. Ich wurde als Nazi beschimpft. Ich hatte da auch innerhalb meines Studiums schon Beeinträchtigungen. Also mir wurden Arbeitsmaterialien vorenthalten. Ich habe mit gesellschaftlicher Ausgrenzung leben müssen. Ich wurde zum Gespräch vom Hochschulpräsidium geladen. Also das sind alles so Sachen, das hat für mich nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Herr Meuthen, wenn Sie das hören, das ist ja unglaublich. Ja, ich kenne das. Gucken Sie mal, wenn ich irgendwo zu Veranstaltungen fahre, ich bin ja relativ bekannt, da gibt es immer große Gegendemo. Und dann sehe ich junge Leute, überwiegend junge Leute, die stehen am Straßenrand. Ich werde dann mit irgendeinem Auto da reingefahren, weil selber darf ich das alles nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Und dann gucke ich aus der Scheibe raus und gucke, was die da so haben. Und dann sind da Plakate, Nazis raus. Könnte ich auch dahinter stehen. Auch. Ja, dann steht da, keine Chance dem Rassismus. Da sage ich, jawohl, Recht habt ihr. Sie haben im Prinzip mit allem Recht, was sie erfordern. Aber man unterstellt uns völlig irrigerweise, und das hat natürlich Methode, wir seien als sowas. Wir als Rechte, bürgerlich-konservative, werden immer akzeptieren, dass es Linke gibt. Aber ich muss noch mal darauf eingehen, was Sie gesagt haben, Marie-Therese. Ich habe das mal rausgesucht. Anna Postilla hat geschrieben, ich zitiere mal wörtlich, sie ist das bürgerliche Gesicht, das die fremdenfeindliche Fratze der Rechtsextremen verdeckt. Als ich das gelesen habe, haben sich mir so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt. Denn ich habe mir überlegt, was ist das für eine Respektlosigkeit gegenüber einem Menschen, der sein Meinungsrecht wahrnimmt. Das, was ja im Grundgesetz Artikel 5 verbrieft ist. Genau, das ist es nämlich. Ich stehe nur für meine Werte ein und die sind für mich unverhandelbar. Und mir wurde schon so viel unterstellt. Mir wurde gesagt, ich ließe mich instrumentalisieren und sonstiges. Also da wird mir irgendwo auch die Mündigkeit abgesprochen. Und das finde ich schon eine Frechheit, ja. Diffamierungen kennen Sie ja auch, Mary. Was motiviert Sie denn, weiterzumachen und sich weiterhin zu engagieren? Ich denke, das wurde zu Beginn auch sehr schön gesagt. Also einfach auch die Zukunft und die Hoffnung, dass man selbst irgendwann auch eine Familie gründet, dass man selbst auch Kinder hat und natürlich auch dieses Land, also was einem selbst so viel gegeben hat. Also ich konnte hier mich frei entwickeln und dass man uns deshalb vorwirft, dass wir Nazis sein, dass wir rassistisch sein, weil wir einfach im Grunde genommen zu unserem Land stehen. Das ist einfach nur noch abstrus und lächerlich. Ja. Bewahrung der Identität. Herr Meuthen, wie viel Kraft wird es brauchen, um gegen den Verlust der Identität gegenzuhalten? Es wird eine ungeheure Beharrlichkeit brauchen. Wir haben die Kraft des Arguments, des besseren Arguments, des Wortes. Wir müssen unsere politischen Gegner immer wieder in ihrer ganzen Lächerlichkeit entlarven. Weil den gedanklichen Mainstream in einer Gesellschaft, den drehe ich nicht mal so eben, weil ich ein paar nette Argumente habe, sondern das verlangt tatsächlich eine ungeheure Beharrlichkeit, Frustrationstoleranz. Ohne die geht das nicht. Was nehmen Sie heute aus dem Gespräch mit für Ihre politische Arbeit? Die Freude daran, dass es junge Menschen gibt, hier unsere beiden jungen Damen, die hochpolitisch sind, die sehr genau hingucken. Harry Kahn, Marie-Therese Kaiser, herzlichen Dank für den Besuch hier im Europaparlament in Straßburg und Ihnen, Herr Meuthen, herzlichen Dank
für die Gastgeberschaft. Das hat wieder richtig viel Spaß gemacht, ja, hier bei Ihnen. Eine gute Runde. Dankeschön. Auch. Ihnen auch herzlichen Dank. Vielen, und vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ja, Meuthen, gestern war ja Angela Merkel zu Gast hier im Europäischen Parlament in Straßburg. Wie haben Sie denn die Rede der Kanzlerin erlebt? Blutleer. Also es war so eine typische Merkel-Rede. Ihr geht wirklich jedes Visionäre ab. Sie hält eine Rede, die man nur, selbst wenn man auf ihrer Seite steht, mühsam beklatschen kann. Das haben dann einige auch pflichtschuldigst getan. Aber das war schon trockene Kost. Jetzt hatte sie ja den Vorschlag von Macron aufgegriffen vom Wochenende und von einer gesamteuropäischen Armee geredet. Was ist davon zu halten in Ihren Augen? Ja, das ist genau das, wofür Merkel, Juncker und die ganzen alten Eliten stehen. Ever closer Union, immer weiter zusammenarbeiten. Ich meine, eine gemeinsame Armee würde ein weiterer Schritt zur Aufgabe der Nationen sein. Und ein gemeinsames Militär wird auch einen gemeinsamen militärischen Willen voraussetzen. Den gibt es aber nicht unter den 27 Mitgliedstaaten. Also nehmen Sie exemplarisch die Syrien-Politik. Die einen meinten, da Luftangriffe fliegen zu müssen, da waren die Franzosen dabei. Wir meinten, und da stehe ich sogar auf der Seite der Bundesregierung, dass man genau das nicht tun sollte und haben das nicht getan. Was macht denn dann eigentlich eine gemeinsame europäische Armee? Es ist ein weiterer Schritt zur Aufgabe der Nationalstaaten. Das ist die Agenda, die Merkel und Co. im Sinn haben. Und das ist genau das, wogegen wir uns wenden, weil wir für ein Europa der Vaterländer sind. Es gab ja auch Buhrufe, da hat Merkel dann ja gesagt, ja, die würde sie mit Freuden gerade von der rechten Seite in Empfang nehmen. War das so? Wie haben Sie denn den ganzen Auftritt von Merkel gestern so gesehen? Also das mit dem Buhrufen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, fand ich unangemessen. Das war ein einzelner Abgeordneter, der da ständig Buh, Buh, Buh rief. Das ist für mich eine Geschichte, wo ich sage, nein, ich bin nun ganz und gar nicht einverstanden mit dem, was Merkel da vorträgt. Aber es gebietet der Respekt vor der Position des anderen, ihn sprechen zu lassen. Und wenn ich spreche, dann erwarte ich auch, dass ich da nicht von Buhrufen begleitet werde. Den gleichen Respekt muss ich einer Frau Merkel auch gegenüberbringen. Apropos, wenn Sie sprechen, Sie wollten gestern sprechen, antworten auf die Rede der Kanzlerin und Sie durften nicht. Was ist da passiert? Ja, da hätte man Buhrufen können. Da ist etwas Entscheidendes passiert. Nämlich der Parlamentspräsident Tajani hat mir das Wort verweigert. Es ist ein sogenanntes Catch-the-Eye-Verfahren, das ist etwas kompliziert, wo verschiedene Abgeordnete ihren Redebedarf anmelden können. Es ist aber eine blanke Selbstverständlichkeit, dass aus einer Fraktion natürlich der nationale Abgeordnete zu Wort kommt, nämlich wenn es nur einer ist und ich bin der einzige Deutsche in meiner Fraktion, der zu dem jeweiligen Staats- oder Regierungschef, der da unten redet oder geredet hat, korrespondiert. Wenn also die deutsche Kanzlerin spricht, dann ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Parlamentspräsident selbstverständlich auch dem deutschen Abgeordneten dazu das Wort erteilt. Genau das hat er mir verweigert. Er hat alle möglichen Leute meiner Fraktion zu Wort kommen lassen, mich aber nicht. Und zwar entgegen dem von uns angemeldeten Willen. Das heißt, hier wurde ganz klar ein AfD-Abgeordneter, nämlich ich, kaltgestellt, damit ich erst gar keine Replik auf Merkel geben kann. Und das ist beschämend. Ich habe das hinterher auch zu Protokoll gegeben, ausdrücklich, ändert aber nichts daran. Man hat mir schlicht das Wort verweigert. Jetzt haben Sie die Chance, nochmal kurz einen Stichpunkt zu sagen. Was hätten Sie denn auf die Merkel-Rede gerne geantwortet gestern im Parlament? Oh, ich hatte mir hübsch was zurechtgelegt. Ich wollte Frau Merkel sagen, wie visionslos sie an das ganze Projekt rangegangen ist, wie sie immer nur verwaltet hat und immer nur von jetzt auf den nächsten Moment Politik betrieben hat, statt mit einem wirklichen Entwurf heranzugehen. Jeder große Europäer hat irgendeine Vision gehabt, die kann in verschiedene Richtungen gehen. Frau Merkel ist ein völlig visionsloser Mensch, das wurde auch gestern wieder deutlich. Das hätte ich ihr gesagt. Ich hätte ihr gesagt, dass die Idee, das hat ja dann etwas Visionäres, aber fast Horrorvision, einer europäischen Armee in die falsche Richtung geht. Und ich wollte ihr zum Vorwurf machen, dass sie in den entscheidenden Fragen europäischer Politik im Laufe ihrer Kanzlerschaft komplett versagt hat. Sei das die völlig verfehlte Euro-Rettungspolitik mit der Preisgabe der Nichtbeistandsklausel, sei es die völlig verfehlte Migrationspolitik, die ja nicht nur deutsche Implikationen hat, sondern die ganz Europa in Unfrieden getrieben hat. Alles Fehler von Merkel.
sei es ihre Verantwortung auch für den Brexit, denn sie hat damals Cameron im Regen stehen lassen, 2013, der dringend nach Partnern suchte und dann stand er alleine da. Das war mit maßgeblich dafür, dass es zu dem Brexit überhaupt erst kam. Es ist im Grunde genommen die Geschichte eines Versagens auf ganzer Linie und ich hätte ihr dann gern gesagt, dass es, auf Englisch gesagt, time to say goodbye, dass es nun wirklich auch vorbei ist. Und hätte gesagt, nun treten Sie endlich auch als Bundeskanzlerin zurück. Das wäre eine schöne Bühne gewesen, das zu tun. Die hat man mir nicht gegeben, muss ich mitleben können.